Bevor das Video gleich losgeht, habe ich eine kurze Ankündigung für dich. Und zwar findet am 9.6. diesen Jahres, also 9.6.2018, das Noch mehr Erfolg mit Frauen Live-Seminar hier in Berlin statt. Ja, das wird ein Eintagesseminar, wo es viele Vorträge geben wird, unter anderem von mir, aber auch von anderen Leuten im Bereich Flirting, die viel Erfahrung haben. Da habe ich einige coole Speaker eingeladen, darauf kannst du dich freuen. Es wird aber nicht nur theoretisch, es wird auch praktisch sein. Ich habe viele Übungen für euch mitgebracht und das Ganze wird von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends sein. Das heißt, du kannst auch einfach mit dem Zug anreisen, musst dir nicht mal ein Hotel holen und kannst hier in Berlin mit mir dieses Event erleben. Du kannst mir deine Fragen stellen. Wir werden in Fragerunden auf eure spezifischen Fragen eingehen und du lernst andere Männer kennen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und möglicherweise ziehst du ja bald schon in deiner Stadt mit jemandem los, den du auf dem Event kennengelernt hast. Wenn das interessant für dich klingt und wenn du mehr darüber erfahren willst, kannst du auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Da kannst du dann mehr über das Event erfahren. Im zweiten Link und im dritten Link in der Beschreibung kannst du dir jeweils das Frühbucher-Standard-Ticket für 9,99 mit Eventzugang oder das Frühbucher-VIP-Ticket für 49,99 mit speziellen Sachen dazu buchen. Die Frühbucher-Tickets gelten bis zum 1. Mai und wenn du ein VIP-Ticket buchst, dann hast du einige Boni mit drin, nämlich dass du unter anderem zuerst mal in der ersten Reihe sitzt, dann hast du eine private Skype-Stunde mit mir nach dem Event und du wirst abends mit mir essen gehen. Das heißt, da kannst du mir auch nochmal sehr persönlich deine Fragen stellen und ich kann intensiver darauf eingehen. Ich würde mich freuen, dich auf dem Event begrüßen zu dürfen. Wenn du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Video. Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Sessel aus. Von dem Sessel, von dem du auch immer in Geschichten hörst, auf dem viel massiert wird, auf dem schon viel passiert ist. Und heute soll es hier vom Sessel aus um ein sehr interessantes Thema gehen. Nämlich, wenn du Probleme mit Frauen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sache Teil des Problems ist, zu 95% der Fall. Das heißt, du hast Probleme mit Frauen, dann hast du sicherlich wegen dieser einen Sache Probleme mit Frauen. Du weißt ja, mittlerweile habe ich mit über tausenden Männern zusammengearbeitet, online, offline, also in Live-Coachings und in Online-Coachings. Und natürlich erkennt man mit der Zeit Muster. Also irgendwann sieht man, okay, diese Sachen passieren immer wieder, das ist ein Muster, das ist ganz natürlich. Und zwar habe ich folgendes Muster erkannt, was erstmal meine Coaching-Teilnehmer angeht. Viele kommen aus einem sozialen Bereich, also aus einem Bereich, wo sie mit Frauen zusammenarbeiten, wo sie mit vielen anderen Menschen zusammenarbeiten. Und was diesen Männern meist fehlt, ist ein bisschen Durchsetzungsvermögen, ist so diese männliche Seite. Ja, die sind dann sehr weich, die sind sehr sozial, aber die können halt nicht, also so Dinge wie Konflikte, Aggression, das ist denen dann eher fremd und da fehlt einfach so ein bisschen diese männliche Energie, die auch immer ein bisschen Aggressivität und Konfliktbereitschaft mitbringt. Ne? Die andere Gruppe von Männern sind zum Beispiel ITler, sind Menschen, die sehr stark mit ihrem Verstand arbeiten und sehr stark mit ihrem Verstand verbunden sind. Und ich kenne das auch von mir selbst, ich bin auch ein großer Verstandesmensch. Und das war immer oder das ist immer mein größtes Problem gewesen und ich bin mir sicher, dass es auch eines deiner größten Probleme ist. Wenn du zum Beispiel rausgehst und auf der Straße unterwegs bist und du traust dich nicht eine Frau anzusprechen, dann liegt das größtenteils an deinem Verstand, weil dein Verstand spielt dir irgendwelche unrealistischen Zukunftsvisionen aus, die so wahrscheinlich gar nicht eintreten werden und aufgrund dieser Zukunftsvision sprichst du die Frau nicht an. Ja, dein Verstand ist es, der dich hauptsächlich blockiert. Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten, den Alltag wahrzunehmen oder zu leben. Und zwar im Verstand, hier oben, oder in deinem Körper. Und das hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du zum Beispiel Sport auf jeden Fall. Aber auch beim Sport kann man im Verstand sein. Nehmen wir mal irgendeine Sportart, versuch dich mal an etwas zu erinnern, was du neu gelernt hast. Irgendwas Bewegungsmäßiges. Ja, bei mir war es zum Beispiel Skifahren. Immer wenn ich Skifahren gehe, beim Skifahren selbst denke ich nicht nach. Ich bin nicht in meinem Kopf, wenn ich Skifahre. Ich konzentriere mich voll auf das, was da gerade ist, auf die Strecke, bin voll im Körper. Ja, und der Vorteil, wenn du im Körper bist, ist, dass du halt, dass diese ganzen negativen Gedanken, diese ganze Verstandeslast ist nicht mit dabei. Das heißt, wenn du, also angenommen, du könntest auf Knopfdruck mit jeder Frau einfach in deinem Körper sein und nicht mehr in deinem Kopf, hättest du wahrscheinlich keine Probleme mehr mit Frauen. Denn dann würdest du einfach spontan sein, dann würdest du die ganze Zeit wahrscheinlich lachen, du würdest sie ein bisschen ärgern, du würdest sie einfach küssen, wenn dir danach wäre und du hättest keine Angst vor diesen Sachen. Du würdest dich nicht fragen, oh, ist das der richtige Moment? Das ist eine Verstandessache, ja, ist ein Gedanke. Oh, und was, wenn sie das und das macht? Wie soll ich jetzt weitermachen? Wie sieht der, am besten der Plan aus? Wenn du in deinem Körper wärst, wenn du ordentlich in deinem Körper sein könntest auf Dates und im Umgang mit Frauen, dann wärst du
was dein Erfolg mit Frauen angeht, auf einem ganz, ganz neuen Level. Also es ist ein riesiger Unterschied. Und deswegen ist eine der wichtigsten Dinge auf dem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen, dass wir wieder mehr lernen, in unserem Körper zu leben, statt im Verstand. Unsere Gesellschaft, auch das Schulsystem, hält uns halt sehr stark dazu an, im Verstand zu leben. In der Schule brauchst du deinen Verstand hauptsächlich und arbeitest damit. Und wir können sehr gut mit dem Verstand arbeiten. Das haben wir gelernt. Das Problem ist, dass wir zu viel mit dem Verstand arbeiten. Also angenommen, ich setze mich jetzt an eine Matheaufgabe, dann brauche ich meinen Verstand. Vollkommen klar, da muss ich nachdenken. Das Problem ist, dass man oder wir, die meisten Menschen, nicht in der Lage sind, nach dieser Arbeit mit dem Verstand, den Verstand automatisch abzuschalten. Also zu sagen, okay, der Verstand war da, jetzt schalte ich ihn ab und schalte ihn wieder ein, wenn ich ihn wieder brauche. Das ist bei den meisten Menschen nicht der Fall. Bei den meisten Menschen läuft das nebenbei mit, wie so eine Kassette, die du rein tust und wo du das Summen so im Untergrund irgendwann gar nicht mehr wahrnimmst. Aber es ist da, ja, diese Kassette läuft und sie produziert immer neue Gedanken. Du brauchst den Verstand in dem Moment gar nicht mehr, aber er ist trotzdem da und geht dir auf den Sack. Und das ist das Problem und das passiert dann auch mit Frauen, weißt du, du bist auf dem Date und bist, also Männer, die nervös sind auf dem Date oder Männer, die unsicher sind auf dem Date, sind nur unsicher, weil sie in dem Moment in ihrem Verstand sind. Wären sie in ihrem Körper, könnten sie nicht unsicher sein, denn Unsicherheit braucht den Verstand. Und das heißt, wenn du es lernst, mehr im Körper zu sein, wirst du viel mehr Erfolg mit Frauen haben. Viel mehr. Dann passieren Dinge auch viel intuitiver. Das heißt, du spürst dann, wann es richtig ist, sie zu küssen. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Du spürst dann, wie die Anziehung zwischen euch ist, wie die Stimmung zwischen euch ist. Das spürst du dann. Und ich glaube, der Weg zu einem sehr erfolgreichen Flirter geht in diese Richtung. Geht in die Richtung, zu lernen, im Umgang mit Frauen mehr im Körper zu sein. Wenn du im Körper bist, dann bist du entspannt. Das kannst du feststellen, das kannst du jetzt in diesem Moment feststellen und ich möchte es dir einmal zeigen. Mach einfach mal deine Augen zu jetzt, egal wo du gerade sitzt, ob du jetzt vor deinem Rechner sitzt, ob du jetzt in der Bahn sitzt und das Video mit Kopfhörern hörst, mach einfach mal deine Augen zu. Und jetzt nimm einfach mal ganz bewusst, ganz entspannt einen Atemzug, einen langen Atemzug, atme einfach mal ein. Halte den kurz und atme wieder aus. Mach gerne deine Augen dabei zu, dann stört dich die Umwelt nicht. Atme nochmal ein. Und aus. Und noch einmal einatmen. Und aus. So, jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Willkommen zurück. Fühlst du dich ruhiger und entspannter? Wenn du mitgemacht hast, ist die Antwort wahrscheinlich ja. Und wir haben das jetzt gerade nur bei 3 Atemzügen gemacht. Du fühlst dich ruhiger und entspannter, weil du gerade ein bisschen mehr in deinem Körper angekommen bist. Und wenn du dich, oder stell dir vor, wie es wäre, dich auf Dates im Umgang mit Frauen ruhiger und entspannter fühlen zu können. Und ich habe dir da schon ein paar Tipps zugegeben, die du sofort umsetzen kannst, nämlich, dass du schon mal ruhiger und entspannter auf die Frau zugehst. Viele Männer rennen zu den Frauen hin, um sie anzusprechen. Ich gehe wirklich entspannt und ruhig auf die Frau zu und auch im Gespräch mit der Frau rede ich langsam. Ich rede aktiv ein bisschen langsamer. Ich mache Pausen. Ich achte aktiv im Gespräch mit der Frau mal auf meine Atmung. Ja, ich spreche mit der Frau, sie erzählt irgendwas und es kann sein, dass ich, während sie was erzählt, einfach mal aktiv einen Atemzug mache. Einen gespürten. Einfach mal wirklich. Cool. Coole Geschichte. Ja, das sind, solche Pausen lasse ich dann einfach. Und dann bin ich entspannt. Dann schaue ich die Frau so an, wie ich dich gerade angeschaut habe und grinse sie so ein bisschen an. Ich bin einfach relaxed. Und das überträgt sich auch auf die Frau. Diese Entspannung überträgt sich auf die Frau. Und dann fühlt sie sich auch gut. Dann fühlt sie sich gut mit dir. Gut in deiner Gegenwart. Ja. Deswegen direkt beim Flirten oder im Gespräch mit Frauen auf dem Date, mach es ruhig mal so, dass du langsamer redest, ganz aktiv darauf achten, mehr Pausen machst, mal aktiv einatmest. Cool.
Mach ein bisschen entspannte Musik an, trink einen Wein mit ihr, mach ein paar Kerzen an, mache ich ja immer. Dimm dein Licht. Alles ganz entspannt, so entspann dich, komm in deinem Körper an. So, spür mal, was in deinem Körper los ist. Mach ruhig mal jeden Tag so ein paar Pausen und guck mal, ey, was ist gerade in mir los? Ja, guck mal, wo kneift es vielleicht gerade, wo spüre ich irgendwas, wo habe ich irgendeine Empfindung? Atme mal ein bisschen aktiv, nimm dir gerne mal am Tag so 3-4 Mal Zeit und atme mal aktiv und bewusst für 1-2 Minuten und dann kannst du ja wieder zurück zu deinen Verstandessachen gehen. Das musst du halt regelmäßig machen, um so ein bisschen mehr wieder in deinem Körper anzukommen. Denn um das nochmal deutlich klarzustellen, wie schädlich das auch sein kann. Psychische Probleme, also Leute, die psychische Probleme haben, sind immer Leute, die sehr stark in ihrem Verstand und sehr wenig in ihrem Körper sind. Ja, also eine Überbenutzung des Verstandes führt zu psychischen Problemen. Fast immer. Es gibt klar auch genetische Sachen. Du kannst auch genetisch psychische Probleme bekommen oder dazu veranlagt sein. Das ist was anderes. Aber es hat immer damit zu tun, dass du zu viel in deinem Kopf bist. Und ich spreche da aus Erfahrung. Hat immer damit zu tun. Das heißt, die Menschen, die dir am kompetentesten vorkommen, die Menschen, die dir am entspanntesten, am coolsten vorkommen, auch in Filmen, das sind immer Menschen, die sind mehr in ihrem Körper. Ja, irgendein Superheld, irgendein Actionheld im Film, der einfach verrückte Sachen macht, der einfach Sachen macht, wo du dir denkst, ey, das würde ich niemals machen oder da würde ich mindestens 2-mal drüber nachdenken, der macht das ja nicht, weil er darüber nachgedacht hat und sich gesagt hat, oh ja, jetzt die Klippe runterzuspringen ohne Fallschirm, das klingt ja toll, das mache ich mal. Sondern der macht das einfach, der ist in seinem Körper und der handelt einfach. In deinem Körper zu sein bedeutet auch, dass du handelst. In deinem Körper bist du stark. Wenn du in deinem Körper bist mit deiner Aufmerksamkeit, nicht in deinem Verstand, bist du stark, bist du authentisch, bist du du selbst. Hier oben, das hat seine Aufgabenfelder. So, dein Verstand hat seine Aufgabenfelder, aber danach kannst du ihn erstmal ablegen. Ja, bei einem Date mit einer Frau, im Umgang mit anderen Menschen, brauchst du deinen Verstand meistens nicht. Manchmal ja, meistens nicht. Da wird es dir mehr helfen, gerade wenn es dir darum geht, eine gute Beziehung zu Leuten aufzubauen und zu Frauen natürlich auch, wird es dir mehr helfen, wenn du in deinem Körper bist. Und wie gesagt, das ist so einfach, wenn du merkst, oh Gott, jetzt bin ich wieder in Panik, jetzt bin ich auf dem Date hier voll unruhig, nimm mal ein paar aktive Atemzüge. Manchmal sage ich das auch zu der Frau, wenn ich merke, sie ist vielleicht himmelig, dann sage ich auch zu der Frau, guck mal, mach mal deine Augen zu, nimm mal ein paar aktive Atemzüge. Dann beruhige ich die Frau so, weißt du, das mache ich auch manchmal, weil das ist cool. Dann entspannt sie sich, dann ist sie locker. Leb mehr in deinen Körper, komm ein bisschen mehr in deinem Körper an, um auch wirklich in deiner eigenen Power mal anzukommen, in deiner eigenen Stärke als Mann mal anzukommen, musst du mehr in deinem Körper ankommen, als hier oben in deinem Verstand immer zu arbeiten. Ja, benutze den Verstand für die Sachen, die nötig sind und dann leg ihn ab und kehre wieder zurück in deinen Körper. Und das ist ein Prozess, das passiert jetzt nicht von heute auf morgen so, oh, jetzt habe ich einmal geatmet, jetzt bin ich für immer in meinem Körper. Du musst wirklich regelmäßig, unterbrich deinen Tag, das hat auch David Data in Der Weg des wahren Mannes gesagt, unterbrich deinen Tag für, er nennt das kleine Wegübungen, also Momente, in denen du einfach mal aktiv atmest und guckst, was ist in mir los, was ist im Körper los, was fühle ich vielleicht auch. Auch so eine Sache, wenn du als Mann das Gefühl hast, oh, ich kann meine Gefühle, ich darf mich meinen Gefühlen nicht hingeben oder irgendwie sowas. Auch vollkommener Quatsch. Also das ist einfach nur Verstand, der deine Emotionen runterdrücken möchte. Und das führt zu psychischen Problemen. Es führt einfach zu Problemen, wenn du vor deinen eigenen Emotionen wegläufst, weil du denkst, ein Mann muss immer stark sein. Ein Mensch kann per Definition nicht immer stark sein. Das ist definitionstechnisch unmöglich. Naja, weil es gibt auch schwache Momente, die kommen immer wieder. Und wenn du dich davon verschließt, wenn du die versuchst zu vermeiden, dann kriegst du riesige Probleme. Und Probleme mit Frauen ist dann noch dein kleinstes Problem. Deswegen guck mal, was ist los in dir, spür deine Emotionen, lass sie zu, komm in deinem Körper an. Dann wirst du merken, dass du im Umgang mit Frauen ganz intuitiv viel, viel besser handelst. Ich glaube, das ist einer der größten Schlüssel zu mehr Erfolg mit Frauen, einer der größten Geheimnisse. Viel wertvoller als Techniken, Taktiken und Tipps, Tricks. Deswegen einfach mal den Tag unterbrechen, kleine Wegübungen, einfach mal atmen, gucken, was in dir los ist, das regelmäßig machen, das vor allem im Umgang, im Flirt mit Frauen machen und dann wirst du sehen, wie dein Erfolg mit Frauen durch die Decke geht. Hand drauf, durch das Video, ich schüttel deine Hand, ist ein Versprechen, ist auf jeden Fall so. Ja, cool. Schön, dass du da warst hier am Samstag. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wichtiges Thema, glaube ich, eines der wertvollsten Videos, das ich jemals gemacht habe, um ehrlich zu sein.
Schön, dass du dabei warst. Kommentare, Vorschläge für Videos in die Kommentare. Bitte, ich freue mich immer gern drüber. Da unten kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Also Sachen, die Frauen anziehen. Es gibt also gewisse Schalter. Wenn du diese Schalter umlegst sozusagen, fühlt eine Frau sich mehr von dir angezogen. Also du kannst dich dahin entwickeln, ein anziehender Mann zu sein. Dort oben geht es zum letzten Video auf dem Channel. Kann ich auch nur empfehlen. War ein super Video, auch vom tollen Sessel hier. Ist eine Ausnahme. Diese Woche kriegt ihr Videos vom Sessel. Die kriegt ihr nicht immer. Unten geht es zum Abonnieren des Channels, damit du kein Video mehr verpasst. Und wie mein Berufskollege Don Don so gerne sagt, klick auch auf die Glocke. Auch die Glocke anklicken. Ja, das ist diese Glocke da, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video kommt. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.